Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Sherlock Holmes und das Geheimnis des silbernen Ohrrings. Wir sind an einem weiteren Mordschauplatz. Simon Hunter wurde ermordet und Holmes vermutet einen Zusammenhang mit dem Morden an Sir Bromsby und Horace Fowlett. Mir erschließt sich das Ganze jetzt noch nicht so richtig, aber wir werden schon noch mal ein paar Hinweise finden. Ich gucke jetzt auch direkt noch mal nach, ob wir hier noch irgendwas gesammelt haben oder so, was jetzt irgendwie interessant wäre, zum Beispiel Mord an S. Hunter. Ach, das ist ein Zeitungsartikel. Das wird daran liegen, dass Holmes überhaupt erst hier drauf gekommen ist. Mysteriöses Drama in London. Gestern Abend gegen 9 Uhr hörte Miss Linford, eine friedfertige Vermieterin aus Soho, fürchterliche Geräusche aus einem ihrer Bungalows in der Strokes Alley 29 kommen. Völlig verängstigt wagt sie daraufhin, einen ihrer Mieter die Polizei zu rufen. Der leitende Beamte der Nachtschicht, Sergeant Appleby, fand den Körper des Mieters, einen Kellner namens Simon Hunter von der Agentur Hartford, durch einen Revolverschuss tödlich verwundet vor. Der Beweis enthüllt kein Motiv für den Mord, da der junge Mann weder irgendwelche Wertgegenstände besaß, noch ein ungestümes privates Leben geführt hatte. Ach, der war von der Agentur Hartford, dann war der bestimmt auch bei dem Empfang bei Bromsby. Haben wir mit dem gesprochen? Müssen wir mal glatt nochmal durchgucken. Warte mal, hier war es doch gerade, oder? Simon Hunter, Sherlingford Hall, da ist es doch. Was haben Sie zum Tatzeitpunkt gemacht? Ich habe diese beiden Gentlemen bedient, da ich beschäftigt war, habe ich nichts gesehen. Das ist der Barkeeper. Der Barkeeper, okay. Und es erschließt sich jetzt erstmal kein Motiv für den Mord. Das ist natürlich interessant. Das heißt, vielleicht hat er ja doch irgendwas gesehen gehabt, das jemanden belasten könnte am Mord von Sir Bromsby und musste deshalb jetzt sterben. Okay, das ist schon mal interessant, dass wir das jetzt wissen. Na, dann schauen wir uns aber hier mal um. Das ist eine Spur menschlichen Blutes. Und das erkennst du, weil du da drauf guckst. Der Blutfleck kommt mir sowieso insgesamt zu klein vor, dafür, dass hier jemand erschossen wurde. Aber gut. Was haben wir hier? Seltsame Skizzen. Das ist brandneu. Das ist brandneu. Okay. Was heißt das? Also ich weiß, was brandneu bedeutet, aber wir können jetzt hier nichts weiter machen, oder? Das ist brandneu. Sieht nicht so aus. Hier ist auch nichts weiter. Okay. Können wir hier noch irgendwo hin? Ah, sehr gut. Wir haben von Appleby gehört, dass irgendwie das Fenster offen stand. Vielleicht gibt es da ja noch Hinweise. Das Kissen ist auf jeden Fall schon mal da. Hier sind zwar irgendwelche Spuren, aber nichts großartig. Können wir hier am Fenster irgendwas machen? Na hier. Ich brauche noch etwas. Das ist ein Fußabdruck. Dieser Fußabdruck ist nicht vollständig. Er ist größer als Größe 8, aber kleiner als Größe 12. Jemand benutzte dieses Fenster als Ausgang. Okay. Größer als 8, kleiner als 12. Ich meine, das schließt jetzt denjenigen aus, der Größe 7 hatte, den wir bei Sir Bromsby in Sherlingford Hall bei dem Mord schon ermittelt haben, den Fußabdruck. Ist jetzt hier noch irgendwas? Irgendwie kommt es mir nicht so vor. Hier kann ich erstmal nichts machen. Vielen Dank, Appleby. Ich habe nichts Schlüssiges gefunden. Watson, gehen wir ein wenig im Garten spazieren, während wir auf Gregson warten. Okay, dann gehen wir im Garten spazieren. Tun wir das doch mal, wenn Holmes uns das schon so sagt. Ist hier irgendwas? Ich meine, Simon Hunter hat sich offenbar viel hier aufgehalten. Nichts von Interesse hier. Einige dieser Blumen sind nicht aus England.
Okay. Nichts von Interesse hier. Und was suche ich jetzt? Holmes, ist hier noch was? Das ist auch noch mal so ein Gewächshaus. Wonach um Himmels Willen suchen Sie denn, Holmes? Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Was für eine seltsame kleine Blume. Ah, das ist aber die, die er gemalt hat, ne? Was haben wir hier? Einige Rechnungen über insgesamt 21 Pfund. Watson, wir müssen mit gebührender Eile das Objekt sicherstellen, für das diese Pfandquittung ausgestellt wurde. Könnten Sie sich darum kümmern? Wir treffen uns dann heute Abend in Sherringford Hall. Wie Sie wünschen, Holmes. Alles klar. Gehen wir zurück in die Baker Street. Na dann kann ich das direkt hier machen. Was haben wir denn eigentlich hier gefunden? Quittung aus dem Pfandgeschäft. Hier. Ein exotisches Schmuckstück. 2 Tage kann es wieder ausgelöst werden. Okay. Na gut, dann auf in die Baker Street. Wir müssen die Identität des toten Mannes in der Zementfabrik in Erfahrung bringen. Untersuchen wir seine Habseligkeiten. Ja, habe ich ja schon gemacht, ne? Eine Flasche Alkohol aus der Abtei von Richmond. Ich muss ein Buch haben, das von dieser Abtei berichtet. Abtei von Richmond, okay, dann gucken wir doch mal. Ich meine, den Pass habe ich mir ja schon angeschaut. Die Abtei von Richmond. Ich glaube, sie wurde im 15. Jahrhundert gebaut, um einen Orden anglikanischer Mönche zu beherbergen. Besuchen wir diesen Ort. Allerdings in Verkleidung. Schauen wir doch mal, ob dieser Ort auf der Karte verzeichnet ist. Ja, dann schauen wir doch mal, ne? Hier ist die Abtei. Besuchen wir diesen Ort. Allerdings in Verkleidung. Tu das. Ach so, du willst dich jetzt verkleiden, oder was? Oder können wir einfach gehen? Wahrscheinlich nicht so, als könnten wir einfach gehen. Dann verkleide dich doch, als was du möchtest, Holmes. Ich dachte, er macht das jetzt irgendwie. Sieh, du bist jetzt auch mal alleine umgezogen. Was möchtest du denn? Besuchen wir diesen Ort. Allerdings in Verkleidung. Okay, nee. Ich muss ihm jetzt irgendwie eine Verkleidung verpassen. Eine Verkleidung. Dann mal Hut und Zylinder und so. Hier ist ein Schrank. Macht aber nicht. Ach, Holmes. Da, sein Zimmer. Ah. Was stellst du denn da? Wo kann ich denn jetzt überall hin? Plötzlich. Das ist die Abtei. Na gut. Gibt's hier draußen irgendwas? Kann ich schon mal nicht klopfen, wie es aussieht. Wir gehen mal näher ran. Vielleicht können wir dann klopfen, aber es macht sicherlich Sinn, da erstmal anzuklopfen. Ja, mein Sohn? Ich störe Sie nur ungern, Bruder, aber nun ja, sehen Sie. Ich bin in einer wichtigen Angelegenheit hier und ich bin mir sicher, dass Sie mir helfen können. Ich suche meinen Bruder. Keinen Bruder wie Sie, sondern meinen leiblichen Bruder. Er könnte sich dem Orden angeschlossen haben, obwohl das eher unwahrscheinlich ist. Sehen Sie, er wählte in seinem Leben nicht immer den richtigen Weg. Vor kurzem erfuhr ich, dass er Schwierigkeiten gehabt hat und ich muss ihn finden. Einer seiner Bekannten erzählte mir, dass mein Bruder von der Abtei von Richmond gesprochen habe. Er heißt James Little. Vielleicht kennen Sie ihn. Würde es Sie stören, wenn ich Ihnen einige Fragen stellte? Ich würde so wenigstens herausfinden, ob er hier ist. Er weiß es zwar nicht, aber wir haben vor kurzem geerbt. Wenn ich ihm davon erzählen könnte, würde es ihn beruhigen und ihm helfen, seine Probleme zu überwinden.
Dieser Wald ist wahrhaft eindrucksvoll. Er ist riesig. Wenn jemand sich in ihm verstecken würde, wäre es äußerst schwierig, ihn zu finden. Okay, müssen wir da echt jemanden drin suchen, oder was? Die Abtei stellt edlen Alkohol her, nicht wahr? Ja, wir destillieren einen Alkohol, der Arzneipflanzen enthält. Dadurch haben wir ein kleines Einkommen, aber er zieht auch gewisse Strolche an. Darum sind wir neugierigen Fremden gegenüber etwas zurückhaltend. Hat es irgendwelche Einbrüche gegeben? Ach, ab und zu kommen Landstreicher hierher. Sie suchen manchmal Schutz in den alten Ruinen, die in der Mitte des Waldes liegen. Es ist bekannt, dass sie auf der Suche nach Nahrung in unseren heiligen Kreuzgang eindringen. Wenigstens sagen sie das immer, wenn sie entdeckt werden. Aber es fehlt stets nur der Alkohol. Okay, wie komme ich denn dahin, zu den Ruinen? Kennen Sie den Weg zu den Ruinen? Viele Wege führen dorthin. Wenn Sie für einen Spaziergang bereit sind, nehmen Sie den Pfad, der 30 Meter in dieser Richtung liegt. Dankeschön. Haben Sie vielen Dank, Mister. Ich meine, Bruder. Es würde mich nicht im Mindesten überraschen, wenn mein Bruder als Urheber Ihrer Diebstähle entlarvt würde, da er sich vielleicht in den Ruinen im Wald versteckt hält. Leider leidet er seit längerer Zeit unter Alkoholsucht. Erlauben Sie mir bitte, diese durch meinen Bruder verursachten Verluste zu entschädigen. Ich fürchte, das wird von seinem Anteil des Erbes abgehen müssen. Auf Wiedersehen. Viel Glück, mein Bruder. Gut, na dann auf zu den Ruinen, oder? Was sagst du, Holmes? Ein bisschen schlechtes Wetter, um jetzt im Wald rumzulatschen, aber gut. Nicht sehr einladend. Nee. Kann man hier irgendwas finden? Hier, warte mal. Stopp. Hier sind noch Fußspuren. Kann ich aber nichts mitmachen. Hier erstmal nichts machen. Ich fürchte, ich muss erstmal einfach Mut darauf loslatschen. Ja, hier geht's jetzt schon los. Na toll. Ich kann doch da lang laufen. Warte mal. Warum müssen das, glaube ich, mal irgendwie strukturierter vorgehen, oder? Das muss ein Hinweis sein. Aber in welche Richtung? Na, in die. Da ist ein Pfeil drauf. Der hat ja eigentlich gesagt, immer 30 Meter in diese Richtung führen. Also müsste er eigentlich denn hier lang, oder? Wahrscheinlich verlaufe ich mich jetzt erstmal. Müsste eigentlich noch mehr Markierungen geben dann, oder? Achtung, ich werde beobachtet. Echt? Von wem? Ich kann nicht weitergehen. Echt jetzt? Du kannst nicht weitergehen? Ich kann nicht weitergehen. Ich kann nicht weitergehen. Kann man nur zurück. Wer beobachtet uns denn sich? Muss hier jemanden sehen? Ich kann nicht weitergehen. Sieht man hier irgendwas?
Oder es war vielleicht doch einfach der falsche Weg. Was kann das sein? Was? Was kann was sein? Holmes? Ist hier schon wieder irgendwo... Markierungen oder so? Okay, na, diese Beschreibungen werden aber auch nicht so hilfreich. Hier war ich auf jeden Fall schon mal. Oder? Nee, da war ich noch nicht. Gucken wir mal hier lang. Eigentlich müsste es doch Hinweise geben, wo ich langlaufen soll. Ich muss sie nur finden. Aber ich finde nichts. Ob es noch weit ist? Wahrscheinlich, Holmes. Wir werden noch eine Weile hier rumirren. Ist aber auch. Ich hatte nur eine Markierung bisher gefunden. Ist doch komisch. Ob ich dann komplett falsch bin? Aber eigentlich. Ich kann nicht weitergehen. Okay, das ist schon mal falsch, offenbar. So, gehen wir mal hier lang. Das heißt aber auch der erste. Jetzt hierher gekommen, ja. Gehen wir mal da lang. Ich dachte ja, ich könnte den Fußspuren folgen, aber war ja dann auch nicht so. Hier geht's lang, hier geht's lang, hier geht's lang. Wir gehen mal hier gerade. Aber hier ist doch auch nichts. Sonst müsste ich doch irgendwie mal was finden und was sehen und so. Weißt du, umso könntest du mich echt mal ein bisschen unterstützen. Bin ich auch schon bei der ersten. Ich kann nicht weitergehen. Ist okay. Bin ich auch schon bei der ersten Gabelung irgendwo falsch abgebogen. Na komm. Holmes. Ich kann nicht weitergehen. Okay. Na gut, ich meine, hier sind dann wenigstens überall Sackgassen. Dann gehen wir mal hier lang. Ist aber auch nichts. Jetzt, wenn ich sagen würde, okay, das ist der Weg. Jetzt bin ich ja wieder hier. Da war ich doch gerade schon. Dann gehen wir jetzt einmal hier lang. Warte mal, hier ist eine Flasche. Das sieht gut aus. Eine Flasche Alkohol aus der Abtei von Richmond.
Ja, das sieht gut aus. Ich rieche Rauch. Na, dann sind wir doch auf dem Weg jetzt, oder? Da ist ein Feuer. Holmes, komm. Schnell. Ich brauche Wasser, um das Feuer zu löschen. Andernfalls verlieren wir kostbare Beweise. Was? Oh, es ist jetzt nicht dein fucking Ernst, ey. Ich finde nie wieder hierher zurück. Ganz ehrlich, Alter. Da war so ein Teich auf jeden Fall. Wo war der denn? Schnell jetzt. Ich muss Wasser finden. Ach, wie soll ich wieder dahin finden? Willst du mich verarschen? Ich finde niemals den Weg zurück. Also ich laufe auch jetzt einfach quer rum, ne? Also ich... Vor allem was... Ich kann nicht weitergehen. Oh, Alter. Was passiert denn, wenn das auf Rot kommt? Habe ich denn wirklich weniger Beweise oder muss ich das dann nochmal machen? Ich weiß schon jetzt nicht mehr, wie ich zurückkomme. Ey, ist wirklich so... Scheiße, auch Holmes, jetzt lauf doch mal wie ein normaler Mensch. Oh, haben wir eigentlich eine scheiß Karte von diesem Gebiet? Nein, natürlich nicht. Jetzt ja mal mitmalen können, Holmes. Kann ich weitergehen? Kann nicht weitergehen. Ja, hab ich mir schon was gedacht. Ich fürchte, wenn die Zeit abgelaufen ist, ist es irgendwie schlecht. Ich meine, hier, ja, Holmes, hier ist Regen. Mann, ernsthaft. Komm. Dass er sich da manchmal so festhängt. Das ist ja wirklich so selbstsicher jetzt, dass hier ist nichts, oder? Hier ist da. Warte mal, hier war doch das auch irgendwo in der Nähe, das Wasser. Ich kann nicht weitergehen. Das muss doch auf der anderen Seite davon sein, oder? Also, ich meine die brennenden Ruinen. Und laufe zu. Jetzt ist die Zeit gleich abgelaufen. Ich bin gespannt, was passiert. Untersuchungsbericht zum Fall Sherrinford Hall. Der Fall wurde geschlossen. Sie haben es nicht geschafft, rechtzeitig alle nötigen Beweise zusammenzutragen. Miss Lavinia wurde des Mordes an ihrem Vater angeklagt und zum Tod verurteilt. Herman Crimble, Sir Bromsbys rechte Hand, nahm sich wenige Monate nach diesen Geschehnissen das Leben. Bromsby Enterprise ging zugrunde, was die Stadt in eine große Krise stürzte. Das Bedauern über diese unglückseligen Ereignisse und mein Versagen, diesen Fall zu lösen, werden mich ein Leben lang begleiten. Dein Ernst jetzt? Ah, mein Gott, okay. Das ist ja gemein.
Na gut, wir werden es jetzt folgendermaßen machen. Zeit ist jetzt sowieso vorbei. Ich werde auf jeden Fall wieder bis in den Wald laufen und dann probiere ich das Ganze nochmal. Da werde ich aber diesmal vorher speichern, dass das uns hier nicht nochmal passiert. Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.